Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Wir haben die Gewächshäuser bepflanzt und darum soll es heute gehen, drei Gewächshäuser bepflanzen und was wir da vielleicht Besonderes bei machen. Und ja, jetzt aber erstmal ein kleiner Nachtrag zum Jungpflanzenverkauf. Ich hatte euch ein Video versprochen, leider wird es kein Video geben, denn wir hatten so viele Besucher und wir waren so gut besucht, dass wir keine Zeit hatten zum Filmen. Für uns natürlich was Schönes, für euch leider nicht. Ihr habt leider nicht so viele Eindrücke vom Jungpflanzenverkauf. Aber ich habe ein paar Bilder und kann euch die hier mal eben einblenden. Es sind insgesamt 1600 Euro an dem Nachmittag zusammengekommen für den guten Zweck. 800 Euro gehen dabei an ein Projekt in der Ukraine. Da habe ich gleich noch eine Geldübergabe, werde ich euch mal auch hier ein Foto einblenden. Und dann hatten wir auch schon direkt nach dem Jungpflanzenverkauf die Übergabe der 800 Euro an das Lingnau-Hospiz. Auch hier mal ein Foto, also wirklich ein großes Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben, an meine Freundin, an Niklas, natürlich aber auch an die Firma Heilen, die hier uns den Garten zur Verfügung stellt. Und ja, es war einfach ein rundum gelungenes Event und am Wochenende, da sehen wir uns ja schon wieder, nämlich genau heute. Heute Sonntag, der 15. Mai, Garten-YouTuber-Treffen in Erftstadt, großes Garten-YouTuber-Treffen. Ich hoffe, ihr seid alle dabei, dann sehen wir uns nämlich später. Fängt ja um 10 Uhr an. Und jetzt zeige ich euch mal, wie wir unsere Gewächshäuser hier bepflanzen. Also viel Spaß beim Video und los geht's. Fangen wir mal an in dem kleinen Gewächshaus. Und zwar haben wir hier als erstes die Andenbeere Schönbrunner Gold, dann zweimal die Andenbeere Goldita. Da hinten haben wir uns ein kleines Ranggitter aufgestellt, also so ein Zaunelement. Ganz in der Mitte die Salatgurke Dominica, links und rechts daneben die Zitronengurke, die Sorte Lemon. Dann ganz links die Olivengurke, also auch mexikanische Mini-Gurke genannt. Und rechts haben wir die Mini-Snack-Gurke Rocky veredelt. Und drei Paprikas, zwei Blockpaprika Calibello und die Spitzpaprika Trofeo. Und die finden wir hier im Gewächshaus. So sieht das aus, ist so ein bisschen das Gurken-, Paprika- und Physalis-Gewächshaus. Wenn wir uns hier nämlich mal umdrehen, im Folientunnel, da sieht das ein bisschen anders aus. Hier sind jetzt erstmal 10 Chilis, 10 Chili-Pflanzen haben wir in diesem Jahr dabei. Die Monkey Face Red ist dabei, also eine sehr scharfe Chili. Zweimal die Lila Luzi, dann haben wir ganz viele, aber auch viele, die so ein bisschen so sind wie die Lila Luzi, die quasi sehr bunte Früchte haben. Hier haben wir nochmal die Spitzpaprika Trofeo, die haben wir ja bei Hölscher mitgenommen. Da habe ich euch mal ein Video zugedreht, professionelle Jungpflanzenanzucht, vielleicht erinnert ihr euch. Da hinten eine Tomatillo und dann geht es auch schon los mit den Paprika. Verschiedenste Sorten. Und dann haben wir hier 2, 4, 6, 8 mal die Paprika Kira und am Ende 4 mal die Erdnuss. Erdnüsse sind ja auch sehr spannend, habe ich gesagt. Setzen wir mal ins Gewächshaus bzw. hier in den Folientunnel, aber ganz am Anfang, damit das auch noch vielleicht mit der Bestäubung klappt und die Witterung ist, glaube ich, sehr gut dafür. Letztes Jahr hatten wir hier eine ganze Seite Tomaten, also ich glaube 30 Pflanzen Tomaten drin. Dies Jahr keine einzige. Wir haben hier hinten eine Aubergine und dann insgesamt 16 Wassermelonen. Also wir wollen mal wirklich in die Melonenproduktion hier einsteigen. 4 Pflanzen davon sind von Gartenbau Hölscher, eine von Labio und dann haben wir hier auch nochmal 2 Zuckermelonen von Hölscher. Ansonsten ganz viele selbst vorgezogene Wassermelonen, verschiedene Sorten, eine italienische und dann aber auch die klassischen Sugar Baby und Crimson Sweet. Und wenn wir dann hier nochmal weiter schauen, das endet mit 2 Paprika Kiras. Da haben wir aber auch noch 8 oder 9 verschiedene andere Paprikasorten davor. Und das wird dann quasi unser Paprika, Chili, Melonen und Erdnuss Gewächshaus. Und wenn wir dann hin ins Glasgewächshaus gehen, da haben wir natürlich auch Tomaten. Hier die ganzen Sorten natürlich auf dem Handy. Hier links ist eine Paprika Kira, dann kommt eine Black Cherry, dann 2 mal die Purple Sunrise und 1 mal die St. Pepper. Dann haben wir da hinten die Indigo Pear Drops und die Gargamel. Hier die beiden vorderen, das sind die Indigo Blueberries und die Indigo Rosé, also diese Indigo-Sorten habe ich dies Jahr viel. Dann hinten rechts Cherny Prince, links Schokohase. Dann haben wir hier einmal die Indigo Pear Drops in Pink. Eine Freilandtomate, eigentlich die Durenia, aber ich wollte die unbedingt hier im Gewächshaus haben. Dann hier die 60, das ist die Sorte Roter Russe. Hier nochmal die Primabella und ganz vorne die Sorte Lost Marbles, also wirklich
richtig schöne Tomatensorten, insgesamt 15 Stück, plus eine Paprika Kira hier unten. Und so sieht unser Gewächshaus aus. Ja, und da die Sorten ja ziemlich das Interessanteste sind, hier auch nochmal im Schnelldurchlauf die Sorten von den Chilis. Die ersten fünf Pflanzen hier vorne heißen Diavoletto, Prairie Fire, Brazilian Starfish Orange, die Blue Christmas Chili und dann hier vorne die Lila Luzi. Hinten geht es dann rückwärts, Lila Luzi, dann Elefantenrüssel, die Monkey Face Red, Aurora und ganz hinten in der Ecke die Rotes Teufele, also wirklich ein paar ordentliche Chilis dabei. Dann haben wir hier die Sorten Trofeo, habe ich euch ja hier vorne schon gezeigt. Da unten, das ist die Trofeo. Dann geht's weiter. Jetzt muss ich mal eben aufpassen, dass ich in der richtigen Zeile bin. Ich habe das hier extra aufgeschrieben. Wir haben danach die Violetta, die 38 und die Tribelli, schöne Paprikasorten. Und hinten, da sind es zweimal die Paprika Amboy, auch eine schöne Spitzpaprika. Paprika Kira sollte euch ja, denke ich mal, ein Begriff sein. Und hier vorne neben den Paprika Kiras haben wir hier auch noch einmal hinten angefangen die Violet Mist, Chocolate Paprika, Paprika Mercedes, Paprika Hamik und dann die Kira. Und vorne haben wir die Poromeo, Cube Orange, Sarit Gat und Santiago. Die Sarit Gat und Santiago sind zwei Peperonis. Hier vorne ansonsten sind das alles Paprikasorten. Guten Morgen Leute, wir haben es soweit. Jetzt haben wir gerade 9 Uhr. In 2 Stunden beginnt der Jungpflanzenverkauf für den guten Zweck und wir bauen gerade auf. Die Pflanzen, die lassen wir noch eine Weile drin, weil das ist noch recht windig und kühl. Aber gleich kommt dann alles nach draußen und ich nehme euch jetzt den ganzen Tag so gut es geht mit. Ich denke, das wird ein bisschen schwierig, zwischendurch auch Zeit für die Kamera zu haben, aber viel vom Aufbau und Abbau und zwischendurch werdet ihr bestimmt sehen, also viel Spaß dabei. Hier sind schon mal die Kartons aufgebaut, wir haben auch Tüten dabei und man bekommt bei uns dies Jahr auch Saatgut. Zum einen das von meiner Paprika Kira, aber wir haben auch noch viele Reste und sowas, was wir gar nicht benutzen, zum Beispiel Saatbänder. Haben wir leider immer mal wieder mitgekauft, wo wir es nicht gesehen haben, wo wir nicht drauf geachtet haben. Und die werden wir heute hier mit anbieten. Ja. Und das Wetter? Sehr, sehr schön bis jetzt. Aber ein bisschen könnten die Wolken noch weggehen. Ja, so haben wir unsere Gewächshäuser bepflanzt. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das? Was habt ihr im Gewächshaus? Das interessiert mich. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr euer Gewächshaus bepflanzt habt. Das nächste Video, das nehmen wir jetzt heute am Sonntag auf beim Garten-YouTuber-Treffen in Erftstadt. Ich hoffe, da können wir ein bisschen mehr filmen. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Und dann sehen wir uns quasi im nächsten Video dann im Garten-YouTuber-Treffen in Erftstadt. Da nehmen wir noch ein paar Pflanzen mit, also kommt auf jeden Fall vorbei, wenn ihr das noch rechtzeitig seht. Da werden wir noch ein paar unserer Pflanzen anbieten. Das war's vom Video. Gewächshäuser bepflanzen. So bepflanzen wir unser Gewächshaus. Lasst gerne ein Abo da, ist kostenlos. Könnt ihr hier und hier. Schaut euch nochmal die etwas längeren Videos an von letztens. Falls ihr sie noch nicht alle gesehen habt, die ganze Staffel von Countdown Jungpflanzenverkauf findet ihr hier. Bis demnächst und ciao.